das Herz der Karten auf die kleinen Taschenmonster trifft, wer wird da wohl gewinnen? Raupi, du gehörst mir! Willkommen bei WatchMojo Deutschland und unserem neuen Format Versus, in dem als erstes Yu-Gi-Oh! Gegen Pokémon antritt. Komm und dann sieh dir, Pokémon! Round 1, die Monster. Und jetzt hole ich mit Monster-Reanimation meinen weißen Drachen mit eiskaltem Blick vom Friedhof wieder zurück. Paladin, Attacke mit ionischem Speerschlag. Manchmal sehen sie obskur, altertümlich oder einfach nur zum Fürchten aus. Aber den Schockfaktor haben sie immer auf ihrer Seite. Obelisk der Peiniger, dann lass mal sehen, wie mächtig du wirklich bist. Die unterschiedlichen Typen reichen von Zombie, Krieger, Drachen bis hin zum Magier. Und da sind nicht einmal alle Sonderformen wie Ritual- oder Fusionsmonster mit dabei. Und jetzt benutze ich deine Zauberkarte Fusion, um meinen schwarzen Magier und meinen Buster Blader zu vereinigen. Aber an die besten aller Karten erinnern wir uns natürlich nur zu gut, wie Kaibas weißen Drachen mit eiskaltem Blick, die Karte Exodia, die Verbotene und natürlich die ägyptischen Götterkarten. Hallo Pikachu. Pika. Man nennt dieses Pokémon auch Elektromaus. Aber was wäre Pokémon nur ohne seine kleinen, niedlichen Monster? Honey? Die Pokémon bevölkern alle Regionen der Erde in friedlicher Nachbarschaft zu den Menschen. Sind sie doch Tieren ähnlicher als Monstern und in unterschiedlichen Typen und Zuchten gegliedert. Na los, lamm zu den anderen! Lamm. Lamm, 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 lamm. Meistens werden sie zum Kampf benutzt, aber haben auch andere wichtige Funktionen in der Gesellschaft. Sie werden großgezogen und entwickeln sich trotz ihrer Niedlichkeit zu kraftvollen Kämpfern. Man muss sich überlegen, was eigentlich cooler ist, ein mächtiges Mewtwo zu fangen oder ein goldiges Evoli zu entwickeln. So oder so, am Ende will man sie eh alle haben. Zwar hat Yu-Gi-Oh! Die härteren Monster, aber sie sind mit Abstand nicht so liebenswert wie die kleinen, süßen Pokémon. Außerdem hat jeder sein Lieblingsmonster, was man bei Yu-Gi-Oh! Sicher nicht sagen kann. Runde 1 geht an Pokémon. Juhu, ich hab's geschafft! Round 2, die Sammelkartenspiele. The Ultimate Wizard returns, along with powerful new monster spell and trap cards to power up your deck. In Yu-Gi-Oh! Dreht sich alles um das fiktive Kartenspiel Duel Monsters. Die Materienadapter-Zauberkarte. Sie erhöht die Gesamtstärke meines Gradius um weitere 100 Punkte bei jedem Mal, wenn er von dir ein Monster wegfegt, Zetto. Und dank der enormen Power meines Lasers verlierst du Lebenspunkte, obwohl sich dein Monster im Verteidigungsmodus befindet. An ihm hängt am Ende sogar das Schicksal der ganzen Welt ab und ist das Vorbild für das echte Sammelkartenspiel. Es ist eines der meistverkauften Kartenspiele aller Zeiten. Nur Magic kann ihm das noch streitig machen. Außerdem entwickelt es sich ständig weiter, zum Beispiel mit Synchro, XYZ oder Pendulum-Monstern. Cards per pack. Each pack sold separately. Zwar haben wir noch keine Holographie-Technologie, aber ein Duell in echt auszutragen ist trotzdem unglaublich spannend. Monster! Das sind richtige Monster! Feuerballattacke! The Pokémon Trading Card Game has been around for over 15 years. But it's easier than ever to learn how to play. Nach dem Erfolg des Videospiels war es nur eine Frage der Zeit, bis auch das Pokémon-Kartenspiel eine dominierende Rolle spielen würde. Heute Nacht, Puss, da habe ich ganz was Gutes. Was? Pokémon-Karten. Ich und Tommy Mac wollen uns eine Wagenladung greifen. Ja? Nachdem damals fast alle die ersten 150 Karten besessen hatten, waren die Nachfolger doch eher was für eingefleischte Fans. He has a Jirachi EX that might be sitting on the bench. Shaymin EXs, there's a lot of cards that he can just set up pretty clean knockouts on. Da die Regeln des Spiels eher einfach gehalten waren und man an jedes kleine Pokémon eine Energiekarte anlegen und damit schnell gewinnen konnte, machte es auch Neulingen großen Spaß. Aber leider genau deswegen musste es komplett neu aufgesetzt werden, damit es wieder ausgeglichener war. Bist du denn total bescheuert? Du verschwendest gerade deinen Glurak! Hörst du, du verschwendest gerade deinen Glurak! Zu einer starken Glurak-Karte sagen wir sicherlich nicht nein, aber im Vergleich zum unfassbar populären Yu-Gi-Oh!-Spiel ist das von Pokémon nur ein Schatten seiner selbst. Außerdem basiert ja der ganze Anime darauf. Gewinner Yu-Gi-Oh! Ja, zeig's ihm, Yugi! Er wartet, Kaiba, du bist dran! Round 3, die Anime. Aber ich habe einen Vorschlag für dich. Kaiba hat noch genau 400 Lebenspunkte übrig.
Lass mich an seine Stelle treten, damit wir dieses Duell fair zu Ende bringen können. Das Leben des jungen Yugi Moto, dem Wunderkind von Duel Monsters, nimmt eine magische Wendung, als er seinen Körper mit einem lang verstorbenen Pharao teilen muss. Hör mal, Yugi, das Ganze könnte auch nichts weiter als ein schlechter Traum sein. Kisara, ruhe dich hier aus. Ich komme und hole dich später. In der Serie müssen er und sein spiritueller Gefährte unterschiedlichste Gegner besiegen, in denen es oftmals nicht nur um Leben und Tod, sondern auch um das Fortbestehen der gesamten Welt geht. Das ist ja unglaublich. Von der Rivalität mit Seto Kaiba, dem Duell mit Marek bis hin zur Jagd auf die drei ägyptischen Götterkarten ist die Serie eine aufregende, abenteuerliche Reise. Achte gleich mal auf diese Karte. Ich spiele Schwarzes Loch. Diese Zauberkarte zerstört alle Monster im Spiel. Die neuen Yu-Gi-Oh!-Serien sind zwar schwächer, aber immer noch unterhaltsam. Oh nein! Moment, ich hab's! Ja! Wenn du Fallenkarten setzen kannst, dann mach ich das auch. Ich werde mich aufmachen, um alles über das Pokémon-Training zu lernen. Hiermit erkläre ich allen Pokémon der Welt. Ich werde ein Pokémon-Meister. Der allergrößte Trainer, den es je gab. Ash Ketchum hat ein großes Ziel, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden, wie noch keiner vorher war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Mit beinahe 1000 bestrittenen Folgen hat es zwar etwas gedauert, aber es sind einige unvergessene Momente zusammengekommen. Vor allen Dingen in der Originalserie. Nein, Glurak! Schlachten um die Gymleaderschaft, Turnierkämpfe und das Entwickeln und Freilassen. Auf Wiedersehen, Smetbo. Die Serie hat wirklich den Geist der ersten Spiele eingefangen, auch wenn sie nur im Schneckentempo vorankam. Natürlich hat Pokémon seine Momente, aber die geringere Anzahl an Episoden, der klarere Fokus auf die spannenden Abenteuer und eine dichtere Erzählweise macht die Originalserie von Yu-Gi-Oh! Zum besseren Anime. Gewinner Yu-Gi-Oh! Tja, du hast gewonnen! Round 4, die Videospiele. Hier kommt Feindkontrolle! Was? Nach den Riesenerfolgen des Anime und des Kartenspiels kamen ein Hit nach dem anderen. Und welche Überraschung, sie drehten sich alle um die Kunst des Duellierens. Zwar werden Nachfolger und Spin-off der Spiele auch heute immer noch für Handheld-Konsolen veröffentlicht, hatten sie doch mit der frühen PlayStation und dem Game Boy Advance ihre Hochzeit. Zum Beispiel mit Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories und Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition, die den Stil der Serie ziemlich gut in ein Videospiel übertragen hat. Aber es gab auch ein paar, die mit der traditionellen Formel gebrochen haben. Wie Dungeon Dice Monsters und Duelists of the Roses, in denen die englischen Rosenkriege neu interpretiert wurden. Es begann mit nur 150 Pokémon und 20 Jahre später erwarten wir immer noch voller Spannung neue Spiele der süßen kleinen Monster. Obwohl sie in aller Regel ihrer Formel treu bleiben, also den Spieler durch eine Region reisen, Gym-Abzeichen gewinnen, sein Pokémon entwickeln und nebenbei die Welt retten lassen, hat sie das nicht davon abgehalten, sich auch in anderen Bereichen auszuprobieren. Wie Pokémon Stadium, Pokémon Go, Pokémon Tekken oder Pokémon Snap. Und die Liste lässt sich ohne Probleme fortsetzen. Zwar waren nicht alle Spiele ein Hit, aber zumindest hat man so die Wahlmöglichkeiten, um seinen Favoriten zu finden. Gegen Yugi und Kaiba anzutreten und selbst König der Spiele zu werden, ist ja schön und gut. Aber wenn es um Videospiele geht, ist und bleibt Pokémon unangefochten. Gewinner natürlich Pokémon. Round 5, die Relevanz. Yu-Gi-Oh! Ist doch klar, oder? Yu-Gi-Oh! 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 Die Kids stehen drauf, Mann. Obwohl die Yu-Gi-Oh!-Fortsetzungen wie Arc-V und 5DS sich langsam immer größerer Beliebtheit erfreuen, kommen sie niemals an das Original heran. Aber was von Yu-Gi-Oh! Wirklich bestehen bleibt, neben einer Serie, die bei den Millennials einen Nerv getroffen hat, ist das Kartenspiel. Yu-Gi-Oh! Preisführer? Selbst heute werden noch weltweit Turniere ausgefochten, sogar unter den englischen Synchronsprechern. 8 Duelists remain in the Yu-Gi-Oh! Trading Card Game World Championship and 8 Duelists remain in the Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Dragon. Und niemals wird jemand seinen eigenen weißen Drachen mit eiskaltem Blick vergessen. Und jetzt rufe ich den weißen Drachen mit eiskaltem Blick! Außerdem gibt es wunderbare Parodien wie Yu-Gi-Oh! Abridged. I'm here to kick ass and play card games.
and I'm all out of cards. Here's your deck, Kaiba. By the way, I've forgiven you for hospitalizing my grandpa. Can we be super special awesome friends now? Like hell. Nein, nicht die schon wieder. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Geht lieber auf und bekämpft uns nicht. Miau, genau. Ob du dir zur Zeit der Erstveröffentlichung die rote oder blaue Edition geschnappt hast, selbst Zeuge wurdest, wie Ash Pokémon-Meister geworden ist oder erst kürzlich durch Pokémon Go die Liebe zu den Taschenmonstern entdeckt hast. Diese kleinen Kämpfer haben sich einen nicht mehr wegzudenkenden Einfluss in der Spiele- und Unterhaltungswelt erkämpft. Aber gerade wenn man glaubt, das letzte Stündchen der Elektromaus hat geschlagen, ist sie stärker als je zuvor. Und wie viele andere Pokémons hast du noch? Jack, der Plural von Pokémon ist Pokémon. Aber keine Sorge, Yu-Gi-Oh! Ist natürlich nicht abgeschrieben, hat es doch so einen großen Teil unserer Kindheit eingenommen. Aber durch die Omnipräsenz von Pokémon gewinnt es natürlich auch diese Runde. Gewinner Pokémon. Nein! Oh verdammt, Yugi hat tatsächlich verloren! Doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich sagen Wie soll. Wie konnte das passieren, Yugi? Aber wenn er das Duell verloren hat, dann verliert er auch seine Seele. Selbst nach 20 Jahren dominiert Pokémon noch die Medien- und Jugendkultur mit seinen unglaublichen Videospielen und den kultigen und liebenswerten kleinen Monstern. Und ist damit natürlich Sieger unseres ersten Versus-Duells. Wir haben es geschafft. Siehst du unsere Entscheidung genauso? Und was für Serien sollten noch gegeneinander antreten? Diskutiert darüber in den Kommentaren und für noch mehr tägliche Videos abonniert und teilt WatchMojo Deutschland. Bestes jedes Mal.